Also, wir haben, ich hab's doch gerade gesagt, Mann. Donnerstag, glaube ich. Ich glaube, wir haben Donnerstag. Donnerstag, den 2.11.2017, das ist 14:03 Uhr. Und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 948 Abonnenten und 150.000 paar zerquetschte Klicks, ja. Die Kamera hat sehr wenig Akku und ich hoffe einfach, dass es durchhält, ja, weil ich weg muss, ja. Deswegen machen wir das heute hier, so, ja. Das ist das Bernhard TV Bundesliga-Tippspiel, Runde 11, liebe Leute, der 11. Bundesliga-Spieltag, ja. Was machen wir hier? Was ist hier Sache? Ich erkläre es jetzt einfach mal für die Leute, die immer mal wieder hier neu reinschauen. Die Alten, die wissen Bescheid, ja. Wir machen hier bei Bernhard TV ein Bundesliga-Tippspiel, ja. Das heißt, ich mache vor jedem Spieltag ein Video über dieses Jahr. Die werden mal länger, mal kürzer, mal verrückter, mal habe ich es eilig, ja, wie auch immer, wie gerade. Und ja, dann erkläre ich euch einfach mal kurz die Regeln und dann gebe ich euch immer meine Tipps ab, ja. Nach diesem Video sollt ihr bestmöglich, wenn ihr wollt, ja, eure Tipps abgeben für den Bundesliga-Spieltag, vor dem wir das Video hier machen, ja. Und dann tippt ihr alle neuen Bundesliga-Begegnungen, was ihr denkt, wie die ausgehen, ja. Ihr tippt sie bis spätestens eine Stunde vor Spielbeginn und alles in einem Kommentar, bitte, ja. Solltet ihr die Freitagsspiele verpassen, könnt ihr auch die Samstagsspiele tippen und genauso die Sonntagsspiele, aber immer bis eine Stunde vor Spielbeginn, ja. So, dann tippt ihr die Spiele, ja. Es gibt Punkte. Die werte ich nach jedem Spieltag aus und teile sie euch nach jedem Spieltag mit und dann aktualisiere ich eine Tabelle, die ihr am Ende jeder Folge seht, ja. Die Punkte werden wie folgt berechnet, liebe Leute, ja. Ihr tippt jetzt ein Spiel, keine Ahnung, hier ist Eintracht gegen Bremen, sehe ich das erste Spiel, ja. Ihr tippt zum Beispiel 3-0 auf Eintracht, ja. Eintracht gewinnt 3-0, dann kriegt ihr exakt 3 Punkte, weil ihr perfekt das richtige Ergebnis getippt habt. Tippt ihr aber 3-0 auf Eintracht und Eintracht gewinnt 6:3, ja, dann, was nicht unrealistisch ist, aber dann kriegt ihr 2 Punkte, weil ihr die richtige Tordifferenz erraten habt mit dem richtigen Sieger. Ja? Tippt ihr 3:0 auf Eintracht, aber Eintracht gewinnt 1:0, dann kriegt ihr immer noch einen Punkt, weil die Tendenz richtig war. So, tippt ihr ein Unentschieden, liebe Leute. Und das Unentschieden trifft exakt. Ihr tippt 2:2 und es kommt ein 2:2, kriegt ihr natürlich 3 Punkte. Aber tippt ihr ein 2:2 und es kommt ein 3:3 oder ein 1:1, kriegt ihr dennoch 2 Punkte, weil es ein Unentschieden immer irgendwie schwieriger ist zu erraten und auch die Quote höher ist bei den großen Wettanbietern. Deswegen haben wir gesagt, komm, machen wir auch einen Unentschieden, gibt es einen Bonuspunkt extra. Ja? Am Ende von jedem Spieltag gibt es Tippkönige. Das sind die Leute, die am Spieltag die meisten Punkte erreicht haben. Da gibt es immer Platz 1, 2 und 3. Und die kriegen Bonuspunkte. Der erste Platz kriegt 3 Punkte dazu. Der zweite Platz 2 Punkte. Und der erste Platz, ich habe was im Auge. Und der erste Platz, der dritte Platz kriegt einen Punkt extra. So, daraus errechnet sich die Tabelle und dann seht ihr immer, wer wo wie ist in der Tabelle. Ist man gut, ist man schlecht, ja. Und am Ende der Hinrunde gibt es auf jeden Fall schon mal einen Preis und zwar ein T-Shirt von Bulbo Family geschenkt an den Sieger. In der Rückrunde kriegt der Sieger dann noch was anderes Schönes dazu. Da werden wir uns noch was überlegen, ja. Es machen sehr viele Leute mit, es macht unglaublich viel Spaß, liebe Leute, und es ist eine geile Challenge. Einfach nur zu gucken, einmal die Woche seine Tipps hier abzugeben und einfach zu gucken, wie ist man gut, ist man schlecht, ja. Man lernt neue Leute kennen, Leute connecten hier untereinander. Das ist eine tolle Sache, liebe Leute. Wir haben Mitspieler aus ganz Deutschland. Macht mit, es ist geil. Ich freue mich immer darauf, ja. In diesem Sinne, was bleibt mir noch zu sagen? Ja, ihr dürft eure Kommentare bzw. eure Tipps nicht verändern, ja. Ihr dürft euren Kommentar nur einmal abgeben und dann nichts mehr an dem verbessern, ja. Wenn ihr merkt, ihr habt einen Fehler gemacht, lieber löscht ihn und schreibt ihn neu oder kopiert ihn, schreibt ihn neu, verändert den Fehler, so, ja. Weil wenn ihr einen Fehler macht und ihn bearbeiten wollt, ich sehe am Ende des Spieltags nur, Beitrag wurde bearbeitet, dann denke ich mir, okay, der hat vielleicht ein Ergebnis korrigiert oder sonst was. Auch wenn es nicht der Fall ist, ich kann es nicht überprüfen und dann wird man einfach kategorisch ausgeschlossen, disqualifiziert und fertig, ja. Weil wir haben pro Spieltag mindestens 30 Spieler bis 50 Spieler, ja, da ich mache mir nicht die Mühe und check jeden ab, ob er das dann gefaked hat oder nicht, ja. Und das macht, übernimmt doch YouTube für mich. Wenn da steht, nicht bearbeitet, dann weiß ich, okay, der Kommentar wurde, ich sehe auch am Datum, wann abgegeben wurde, alles super, alles gut, ja, und nur nicht bearbeitet sollte da stehen, weil dann ist blöd, ja. Wer 3 Spieltage am Stück nicht mitspielt, der wird aus der Tabelle entfernt. Einfach nur, um es interessant und fair für die anderen zu halten. Wir brauchen hier keine Tabellenleichen. Wir wollen hier richtige Mitspieler haben, die richtig Bock haben. Und wir haben hier eine krasse Community von kontinuierlich über 30 Spielern, die richtig am Start sind und sich in harten Kampf um die Spitze. Und eigentlich müssen wir auch einen Abstieg festlegen. Ja, wir müssen irgendwas noch mit Abstieg machen, dass Leute auch absteigen können. Das überlegen wir uns was für die Rückrunde oder für die nächste Saison. Ja. Aber ja, um die Spitze. Hier gibt es einen harten Kampf, liebe Leute. Also macht mit, es ist geil. Ja. Jetzt kommen wir mal zu meinen Tipps. Ich weiß nicht, wie lange ich laber, deswegen mache ich mal kurz Stopp hier und dann machen wir weiter. Läuft es jetzt? Alles klar. So,
Gut, ich habe mir jetzt natürlich noch absolut keine Gedanken gemacht, aber ich muss gleich weg, alle kommen. Also machen wir das schnell. Eintracht Bremen. Ah, oh, jetzt genau, jetzt muss dieser Trainerwechsel kommen. Immer, immer. Es gibt keine Mannschaft, die häufiger den Trainer gewechselt hat, wenn sie als nächstes gegen Eintracht Frankfurt spielt, als die Gegner von Eintracht Frankfurt. Ja. Verdammte Scheiße, Mann. Ja, natürlich will Eintracht gewinnen, aber was die Frage zu Hause nach diesem Mainz-Debakel und Bremen, dieser Trainerwechsel, der bringt nichts. Ich sag 3-0 für Eintracht. Leipzig-Hannover. Boah, Leipzig jetzt unter der Woche. Haben gestern verloren. Und Hannover ist, ja, ich weiß nicht warum, aber die sind irgendwie gut. Solange sie gegen Eintracht verlieren, können die gut sein, so viel sie wollen. Was ja passiert ist. Und Leipzig zu Hause ist natürlich auch nicht verkehrt. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich sag einfach 2-2. Freiburg-Schalke. Ich sag 1-3. Gladbach-Mainz. Ne, ich sag 1-2. Sorry, Freiburg-Schalke, sag ich 1-2. Gladbach-Mainz, sag ich. Ja, Mainz, das war ein Witz. 2-1. Augsburg-Leverkusen. Boah, Augsburg ist ja jetzt auch nicht so von der Bettkante zu stoßen. Was ist eigentlich mit Augsburg? Augsburg ist ja überhaupt die Überraschung. Hannover ist ja Schwachsinn, aber Augsburg schon krass. Leverkusen, Augsburg. Boah, Augsburg wird sich hinten reinstellen. Leverkusen wird das machen. Augsburg wird kontern. Leverkusen gewinnt es nicht. Ich sag hier. Scheiß drauf, ich will Tore sehen. 2-2. HSV Stuttgart. Tut mir leid, HSV, aber ich muss hier einfach sagen. 1-2. Oder sage ich 1-1? Komm, HSV, schenk den Punkt. Ich sag 1-1. Ja. Dortmund, Bayern. Dortmund in der Verfassung und gegen Bayern. Ich sag mal. 1-3. Köln, Hoffenheim. Mein Vater hat gesagt, Köln holt den ersten Sieg. Jetzt gegen Hoffenheim. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Der will auf unseren Tippico-Schein, nicht, mit dem ich auch so nebenbei spiele, so will er auf Köln tippen. Ich glaube, es geht los, Alter. Ich muss immer die Hölle heiß machen, dass er das auf keinen Fall macht. Nein, Köln, nein. Hoffenheim. Okay, Hoffenheim spielt unter der Woche und dann werden die. Ey, das wird ein Überraschungsspiel. Ja, nicht, dass mein Vater recht hat und Köln gewinnt auf einmal. Ich kann nicht auf Köln jetzt tippen, ja. Egal, ob Hoffenheim heute spielt. Ich muss 1-2 auf Hoffenheim tippen. Wolfsburg, Hertha. Hertha auswärts. Nein, Wolfsburg. Oh, Wolfsburg, die Schweiz. Seitdem der Martin Schmidt da ist, das ist zur Schweiz geworden, ja. Aber Hertha spielt auch auswärts. Deswegen sage ich, Wolfsburg gewinnt. Auch hier 2-1. So, liebe Leute, das waren meine Tipps. Boah, ich habe mir gar keinen Kopf gemacht, Mann. Ich hoffe, es kommt irgendwas. Ich muss mal gewinnen, Mann. Ich kacke immer ab in diesem Scheißspiel hier. Also, wunderbaren Spiel, ja. Aber es ist scheiße, dass ich abkacke. Ja. In diesem Sinne, liebe Leute, jetzt eure Tipps. Ich freue mich drauf. Es macht sehr viel Spaß. Und ja, viel Glück uns allen. Ja, mir am meisten natürlich, versteht sich von selbst. Aber auch, euch auch so ein bisschen. Ja. Weniger als mir, aber auch gut. Ja. Also, tschüss.